Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Surviving Mars mit Green Planet. Wir wollen uns jetzt erstmal hier um die Wasserversorgung kümmern. Hier, der erforscht hier gerade schon die Anomalie. Das ist der Erkunder. Ich guck mal gerade, wo unser Transporter ist. Jetzt mal gucken, wo der ist. Anomaly analyzed. Wo haben wir unseren Transporter hingeschickt hier? Mal schauen. Der ist da oben. Genau. So, der erforscht hier erstmal noch die anderen Sektoren. Ist der hier schon voll? Der ist fast voll. Würde ich sagen, bauen wir hier unsere zweite Basis auf. Dann können wir hier auch das Drohnenhub, glaube ich. Ja, bauen wir mal das Drohnenhub dahin. Oder wir fahren mit unserem ferngesteuerten Kommando. Der packt hier erstmal die alle mit ein. Nicht auspacken, einpacken. So, jetzt hat er sie eingepackt. Brauchen wir erstmal unsere Drohnen. So. Wie fährt er jetzt nicht? Jetzt fährt er. Ja, hier ist noch eine Drohne. Nimm die noch mit. Komm, Drohne, geh rein da. Achso, der arbeitet. Jetzt kommt er wieder raus hier. Oder? Nee, die sind drinnen, ne? Genau, doch, die sind drinnen. So, packen wir den mal hier hin. Dann machen wir hier schon mal ein kleines Lager. Ja, okay, müssen warten, bis der Drohnenkommandant da ist. Na komm. Komm mit. Wie gesagt, der hat ja auch eine gewisse Reichweite. Also Metall haben wir denn schon mal, dann müssen wir noch ein bisschen Beton holen. Das brauchen wir hier alles für den Wasserextraktor. Da brauchen wir Beton und die Teile. Das kann ja der Transporter denn mitnehmen. Transporter, der ist voll, der kommt auch. Genau, komm ran hier. So, dann packen wir das hier mal aus. So, raus mit euch. Bauen wir erstmal das Lager. So, der entlädt hier erstmal. Und dann müssen wir gleich noch mal ein paar Ressourcen holen. Sektor scanned. So, wir schauen mal kurz. Was wir jetzt hier brauchen, auf jeden Fall hier den Wasserextraktor. So, dann müssen wir, wenn der das hier entladen hat, müssen wir unsere Teile noch holen. Wir brauchen auf jeden Fall Maschinenbauteile, brauchen wir. Und wir brauchen Beton. Und Strom brauchen wir auch. Strom brauchen wir auch. Da muss ich mal kurz gucken. Dann bauen wir hier nochmal so einen Stirling-Generator hin. Dafür brauchen wir aber auch dann nochmal einen Poly mehr. Mal hier unten hinstellen. So, ich guck mal gerade, ob hier neue Anomalien verfügbar sind. Nee, sind sie nicht. So. Der ist fertig, dann holen wir mal kurz unsere Ressourcen. So, wir brauchen auf jeden Fall ja, 5 brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Mal, der kommt jetzt. Können wir das nicht einzeln einladen? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Beton. So. Und dann brauchen wir einen Pulli, also zwei oder ein, zwei Pulli mehr und noch ein paar Maschinenbauteile. Und die Drohnen jetzt überhaupt müssten eigentlich drin sein, ne? Ja, zum Glück haben wir hier noch genügend Ressourcen. So, der packt jetzt gerade Beton ein. Ruhig noch ein bisschen mehr, ne? Der Beton.
Achso, hier ist gar kein Beton. Mal gucken wir hier nochmal. Hier noch ein bisschen Beton. So. Dann brauchen wir hier noch Polymer. Na, das reicht. Und dann brauchen wir noch Maschinenteile. Nehmen wir die erstmal alle mit. Aber ich glaube, das reicht. Gut, dann fahren wir da erstmal wieder zurück. Hier entladen. So. Ich hoffe, die Drohnen verfügbare Fertigbauten 4. Gesamtanzahl der Drohnen im Rover. Nochmal kurz, dass wir hier noch Anteile haben. Wir haben auf jeden Fall noch einen Drohnenhub. Den könnten wir eigentlich hier jetzt mal bauen, ne? Oder? Dann brauchen wir auf jeden Fall Strom und den Extraktor. Welche Bauteile braucht er jetzt? Er braucht 6. Wie viel haben wir jetzt hier? 6. Hat genau gepasst. So. Ne, nicht einladen, sondern ausladen. No active research. Research complete. So, jetzt haben wir alles ausgeladen hier. Fahren wir den erstmal wieder zurück. Oder der kann ja sonst noch ein bisschen Eisen sammeln. Wollte ja jetzt erstmal passen. So, ich hoffe. So, jetzt kommen sie raus. Einer. Ne, 2, 3. Aber dann baut erstmal den Stirling-Generator und den Wasserextraktor. So, wir gucken nochmal. Forschung ist gerade was fertig. Mars-Treibhaus, das brauchen wir auf jeden Fall, weil da haben wir nachher nur noch 2. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Erforschen wir das jetzt noch. Was ist das hier? Nutzung des Erdreichs für die Farm, das brauchen wir erstmal noch nicht. So, wir gucken mal halt wieder was. Nee, ist noch nichts erforscht, okay. Wir könnten hier nachher auch was anderes bauen. Nee, bleib mal stehen. So, der ist fertig. Ne, der ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch ein klein bisschen was. So, jetzt bauen wir erstmal hier. Den müssen wir jetzt zu Ende bauen. Und da machen wir auch erst Strom, würde ich sagen, wenn der fertig ist. So, Maschinenteile haben wir eigentlich noch, ne? Sector scanned. Anomaly found. Große Ausgrabung. Okay. Oha. Einer der Wissenschaftler hat soeben die Scanner-Daten neu analysiert und Spuren von bislang unentdeckten Ressourcenvorkommen gefunden. Die Daten scheinen korrekt zu sein, aber unsere Geräte waren nicht darauf kalibriert, solche Vorkommen aufzuspüren. Du gratulierst deinem Kollegen zu einer Entdeckung und beschließt weitere Maßnahmen. Du hast zahlreiche neue Vorkommen nahe der Kolonie entdeckt. Du erhältst einen Nachlass auf die Technologie Tiefenscan. Okay. Verbessern wir die Bohrtechnologie, schaltet die Technologie in Wasserextraktion aus der Tiefe frei. Das ist natürlich geil. Und Metall extra. Das ist natürlich richtig gut. Das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal kurz. Jetzt haben wir. Hier haben wir. Warte mal, was ist das? Anomalie. Okay, dann können wir hier gleich schon mal unseren Erkunder hinschicken. Aber. Was ist jetzt hier? Forschungsstätte. Ah, okay. Okay, Forschungsboost. Oh, hier haben wir... Oh. Ah, okay. Unerforscht. Hohe Wahrscheinlichkeit... Nee. Warte mal. Wir gehen da mal kurz hin. Wasser. Okay. Tiefliegendes unterirdisches Wasservorkommen kann mit einem Wasserextraktor abgebaut werden, okay. Oh, der ist fertig. Dann machen wir erstmal Stromverbindung hier.
Strom. Kostet ein bisschen Metall. So, dann sollte das erstmal verbunden sein. Ich hoffe, die arbeiten jetzt hier gleich. Metall haben wir ja hier noch, ne? Ja, Metall haben wir noch. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Wasserturm. Mal kurz gucken. Wasserturm. Das ist auch Metall. Den können wir hier hinbauen. So, Strom ist auf jeden Fall da. Jetzt brauchen wir noch die Rohre. Dann wird das auch erstmal soweit durch. Und dann können wir hier eigentlich auch schon mit der Treibstoffraffinerie. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir legen die Rohre lieber hier runter. Er hat aber Treibstoff hier, komischerweise. Obwohl wir gar keinen Treibstoff haben. Macht er das alleine? So, wie viel Wasser haben wir hier? Speichert das Wasser 23. Wir können ja hier die Maschinenbaufabrik hinmachen. Gehen wir mal hier auf Treibstoffraffinerie. Ach, die muss erst erforscht werden. Ah, erforsche die Low-G-Hydrosynthese. Okay, okay. Marsianische Vegetation erforscht. Glückwunsch, du hast erfolgreich den ersten Schritt dazu getan, den Mars in ein saftig grünes Paradies zu verwandeln. Du hast die Ressource Saatgut freigeschaltet, die von der Erde importiert werden kann. Saatgut wird in spezialisierten Lagern aufbewahrt und von Aufforstungsfabriken und offenen Farmen verwendet, um Vegetation außerhalb der Kuppel zu pflanzen. Für die meisten Pflanzen sind Fortschritte im Terraforming-Prozess erforderlich. Sieh dir die Atmosphäre, Temperatur, Pflanzenausbreitung und das Oberflächenwasser in der Planetenansicht an. Wenn du diese Terraforming-Parameter verbesserst, erhöht sich die Produktivität einiger Gebäude, die Schwere von Naturkatastrophen verringert sich und letztendlich wird aus dem Mars vielleicht ein üppiger, mit flüssigem Wasser bedeckter Planet, auf dem man buchstäblich durchatmen kann. Da müssen wir nochmal kurz in den Forschungsbaum reingehen. Dann machen wir das hier mal. Dann nehmen wir mal hier die Low-G. Haben wir das überhaupt schon? Haben wir noch gar nicht, ne? Das ist Low-G. Ist, glaube ich, Physik, ne? Physik oder Robotik, glaube ich. Wir gucken mal. Nutzung des Erdreis, Treibstoffkomprimierung. Ich weiß jetzt nicht, welcher das genau ist. Machen wir erstmal Robotik. Das vielleicht erstmal haben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Saatgut freigeschaltet. Hier haben wir auch nochmal eine Anomalie. So, Treibstoffwaffen, die können wir dann erstmal noch nicht bauen. Metallextrakte, Metall haben wir auch noch nicht. Das dauert dann erstmal noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier schon mal mit dem Saatgut das erste Gebäude. Mal gucken, Strom brauchen wir denn auf jeden Fall noch ein bisschen was. Dann bauen wir hier mal das erste Saatgutgebäude hin. Und dann müssen wir schon mal gucken, dass wir ein bisschen Saatgut importieren. Ja, holen wir denn eine Frachterrakete oder machen wir einfach eine... Wir machen erstmal eine Nachschubskapsel und dann machen wir mal hier so viel Saatgut wie geht. Nehmen wir noch ein paar Maschinenteile vielleicht mit. Ja, denn Orbitalsonde brauchen wir erstmal nicht. Drohnen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen erstmal hier die Maschinenteile noch mit. So, dann komm mal ran hier. Dann haben wir schon mal ein bisschen Saatgut wenigstens. Ach, die bauen hier alle ab. Das läuft. So, dann müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Strom denn haben. Würde ich sagen, bauen wir noch ein paar von diesen Windrädern. Zement haben wir ja erstmal. Beziehungsweise das Beton. Genau, Beton. Eigentlich kann man die auch hier direkt ranbauen. Das sollte eigentlich auch reichen. So, hier wird jetzt auf jeden Fall schon gebaut. So, hier wird schon mal Wasser gespeichert.
können wir gleich nachher schon noch einen zweiten Turm eigentlich bauen. So, wie sieht's hier aus? Ist der ist noch nicht voll. Der ist hier noch mit der Anomalie beschäftigt, ne? Nee. Ach, der ist fertig mit der Anomalie, okay. Anomalie analysiert. The explorer had found buried treasure the way our scientists were reacting. It was a sulfur-rich regolith. Ja, wir könnten hier jetzt natürlich 1000 Soll nehmen oder die schwefelreichsten Proben geochemisch analysieren, verringert die Kosten des Ingenieurwesens um 10%. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen vorankommen. No active research. Research complete. So, was haben wir hier? Ferngesteuerte Transporter. Baut Ressourcenstelle ab. Ah, das brauchen wir erstmal nicht. Ich mache jetzt hier nochmal Physik. Erstmal nochmal Physik. Ich glaube, das müsste hier irgendwo eins von denen sein. Mit dem Low G. Ich glaube, Ingenieurswesen war das nicht, oder? Ja, ich guck mal gerade, Low G. Müsste ja eigentlich vielleicht sogar dastehen. Ach, das ist Ingenieurswesen. Okay, sorry. Dann müssen wir Ingenieurswesen machen hier. Ingenieurswesen brauchen wir, genau. Dann müssen wir Ingenieurswesen erforschen. Haben wir nochmal nachgeguckt. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, haben wir noch eine Anomalie hier irgendwo? Ne, haben wir erstmal nichts mehr. Das hier unten ist ja der Forschungsboost. So, jetzt brauchen wir hier erstmal Strom. So, Strom. Und wenn ihr dieses Space Race habt, dann könnt ihr hier auch mit anderen konkurrierenden Ländern auch handeln, zum Beispiel. Ne? Also da sind dann mehrere verschiedene Nationen der Erde auf dem Mars und dann könnt ihr mit denen auch handeln. Wir können auf jeden Fall noch so ein... Ist der hier eigentlich voll? Ja, der ist so gut wie... Ja, der hat auf jeden Fall gut. Können wir noch hier so ein Solarpanel bauen. Oh, dann sollte das mit dem Strom erstmal klappen. So, jetzt sollte der Strom eigentlich verbunden sein. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir unser Saatgut bekommen. Der Frachter sollte jetzt ja hier jeden Augenblick kommen. Genau, jetzt fehlt halt das Saatgut. Er braucht nämlich immer 5 Saatgut. Und wie gesagt, für die Treibhausfabrik brauchen wir halt Treibstoff. Und Treibstoff müssen wir jetzt erstmal erforschen. So, hier haben wir jetzt auch nichts weiter. Müssen wir erstmal ein bisschen forschen. Oh, hier. Die ist unterwegs zum Mars. 52%. Dann warten wir, bis die ankommt. Müssen wir jetzt gucken, dass wir die Forschung, das Low G erforschen. 66%. Hier die Solarkollektoren sind erstmal da. Die arbeiten erstmal. Kann ja mal gucken, was können wir sonst noch bauen. Naja, das brauchen wir erstmal alles nicht, weil wir kein Metall und kein Edelmetall und sowas haben. Sauerstoff könnte man jetzt schon anfangen. Standardproduktion von Sauerstoff. Könnte man auch schon mit Sauerstoff jetzt anfangen. Aber wir gucken ja erstmal, dass wir das hier erstmal soweit haben. So, erstmal das in dem Saatgut anfangen, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich hoffe, die Lager sind hier noch nicht voll. Ne, alles gut. So, die Kapsel, sollen wir jetzt hier, genau, die landen wir jetzt hier. Nicht funktionierende Gebäude, was ist da los? Ja genau, die Aufforstungsfabrik, ja. Keine Ressourcen. Hier sind nochmal die Hinweise. Vegetation is increased by working forestation plants and by completing special projects.
Und hier nochmal der Hinweis mit dem Terraforming-Gebäuden. So, die landet jetzt, die Kapsel. Boah, jetzt müssen wir hier ein Lager machen. Oh ne, da hat es schon gebracht, okay. So, jetzt müssten die Drohnen das jetzt... Ja, das können wir schon mal ausschlachten eigentlich, ne? Aber erstmal brauchen wir das Saatgut. Bringt mir Saatgut. Und dann können wir die Kapsel ausschlachten. Wie gesagt, wir brauchen 5 Saatgut, damit das hier läuft. Hier ist auch schon wieder die Wartung. Aktuelle Abnutzung 100. Das läuft. Ich hoffe, die reparieren das denn. Jetzt wird die Arbeit hier gleich eingegangen. Jetzt hat er repariert. Okay, hat er repariert. Hat er gewartet. So, jetzt kommen wir hier die restlichen Saatgut. Und dann können wir das nachher ausschlachten. Ja, jetzt erhöhen wir schon 0,01% Aufforstungsfabrik. Steht für die Ausbreitung und Vielfalt der Pflanzen und des bakteriellen Lebens. Wir gucken mal, was jetzt hier... Wie weit ist der jetzt hier? 22%. Na, das dauert natürlich noch. Das dauert natürlich noch. Hätten wir gleich am Anfang vielleicht erforschen sollen, das mit dem Logi. So, jetzt kann der hier schon mal arbeiten. So, dann können wir das hier schon mal ausschlachten. Das war's schon, ja. Ja. Jetzt haben wir schon mal das erste der neuen Gebäude gebaut. Änderungen pro Soll. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Und der pflanzt jetzt die ersten Gräser und sowas an. So, wie sieht's hier? Ach, das ist noch gar nicht verbunden. So, dann bauen wir hier noch ein Rohr. Der ist schon voll. Der ist schon voll. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Treibstoffraffinerie hier. Es wird echt Zeit. Dies wird echt Zeit. Und hier unten noch die letzten Gebäude erforschen. Wir können ja noch hier oben auch nochmal so ein... ich guck mal gerade hier. So einen Sensorturm bauen. Ich hoffe, wir haben hier noch die nötigen Ressourcen. Brauchen wir hier oben auf jeden Fall auch nochmal einen Sensorturm. Ich glaube, uns fehlen jetzt hier die elektronischen Geräte. Da müssen wir nochmal einmal losfahren. Das ist der Kommandeur. Wo ist hier? Der Kunde hat nichts zu tun. Der ist voll. Können wir hier erstmal entladen. Wo steht der jetzt hier? Wo ist der hier auf der Karte? Da oben ist er. Dann macht er jetzt hier erstmal die Metalle, entlädt er erstmal. Und dann holt er nochmal elektronische Geräte hier, damit wir ein bisschen schneller die Sektoren erforschen können. Was bringt er hier? Ach, er bringt es schon. Lol. Das ist auch eine hohe Reichweite hier. War ganz knapp. Steht ganz knapp dran, ne? Lol. Ja, das ist natürlich nice. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Stromkabel hier. Jetzt hat er den nächsten Sektor gescannt. Müssen wir gleich mal schauen. So, der kann eigentlich weiter sammeln hier. Wenn er irgendwo Metall. Hier ist noch Metall. Ja, dann haben wir ja gleich, dann haben wir schon wieder einen Sektor gescannt. Ich hoffe, wir haben eine Anomalie. Metall haben wir hier auf jeden Fall. Unterirdische Metalle, Forschungsstätte und hier haben wir auch nochmal Wasser. Na, okay. Danach können wir mit den Sektoren hier weitermachen. Also vielleicht nochmal eine Anomalie finden. Ah, das dauert jetzt hier natürlich.
Kriegen wir nochmal Frachtraum dazu. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ja, ist natürlich schade jetzt. Wir können mal gucken wegen Fertigbauten, aber... ich guck mal, ob wir vielleicht noch eine Rakete holen oder so. Nur mal gerade bei Nachschub. Nachschubkapsel. Wir brauchen diese Maschinenfabrik. Können wir da? Ah, eine können wir mitnehmen. Okay. Dann holen wir uns mal so eine... Ach nee, das ist die Maschinenteilefabrik. Die Treibstoffraffinerie brauchen wir einmal. Sonst wird das nix. Die holen wir jetzt mal. Können wir noch ein bisschen Saatgut mitnehmen? Ah ja, Saatgut nehmen wir noch mit. So eine Orbitalsonde können wir auch noch mitnehmen. Gut, dann starten wir mal. Dann holen wir uns halt die Fabrik. Weil es geht jetzt erstmal nicht anders, weil wir das noch nicht erforscht haben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Denn endlich mit der Treibstoffraffinerie. Dann können wir unsere Rakete hier auch auftanken und dann geht das auch los. Der hat hier schon wieder keinen Strom. Da kümmern wir uns nachher auf jeden Fall drum. Vielen Dank fürs Einschalten, dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.